Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen Disco-Boss vor uns. Das war ein mega cooler Boss. Und ja, es hat mir auch Spaß gemacht, das Farbbild zu dem zu zeichnen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und heute wollen wir wieder zurück zu den stillen Ufern. Aber bevor wir zu den stillen Ufern reisen, bin ich dafür, dass wir erstmal noch ein paar weitere Einträge lesen. Sowohl bei der Piklopädie als auch im Schatzding. Im Übrigen, falls ihr diese Einträge überspringen wollt, mache ich es wie bei anderen Spielen, dass ich immer mir einen Zeitstempel einblende, falls ihr die überspringen wollt. Das gilt für die Piklopädie als auch für die Schatzeinträge. Ich werde jetzt hier so zwei Reihen mir durchlesen. Und dann geht's zu den Schatzeinträgen noch. Wir fangen mit dem weißen Spektralit an. Er lässt sich bei seinen Streifzügen durch einen Garten ohne zu zögern genauso auf Blütenblätter wie auf einen schlafenden Pumpkäfer nieder. Was für ein unerschrockener kleiner Teufelskerl. Der gelbe Spektralit. Schlägt ein kleiner Spektralit mit den Flügeln, nachdem er einmal eine Runde durch den Garten gedreht hat, kann dies auf der anderen Seite des Planeten einen Tornado verursachen. Das behaupten zumindest manche. Was ich mich frage ist, ob diese hübschen Kreaturen etwas damit zu tun haben, dass wir jetzt auf diesem Planeten sind. Der Schmetterlingseffekt, ne? Eine alte Theorie, aber sie existiert noch. Eierling. Ach, welche perfekte Textur und Farbe. Wie ein Ei, das von einem glücklichen Huhn gelegt und noch am gleichen Morgen von einem Meisterkoch zu einem perfekten Spiegelei gebraten wurde. Nichts an dieser Kreatur wirkt bedrohlich. Sie ist dann einfach ein echter Augenschmaus. Tarngel. Als Kind habe ich durch mein Mikroskop Organismen betrachtet, die ungefähr so aussahen, nur dass sie sehr, sehr viel kleiner waren. Dieser stattlichen Kreatur jedoch stellt man sich auf ihrer Futtersuche besser nicht in den Weg, denn für sie sind wir die Mikroorganismen. Die Schnapperküken. Ach, gibt es etwas Liebreizenderes, als den Anblick eines Vögelchens, wie es auf seiner Suche nach Nahrung fröhlich durch die Landschaft hüpft. Wagt man sich zu nah heran, wird es allerdings schnell ängstlich und pickt nach einem. Vielleicht sucht es auch nur Gesellschaft. Der gemeine Schnapper. Anstatt am Himmel fliegt dieses seltsame Geschöpf durch den Boden. Und auch wenn es sich um eine Drohgebärde handelt, ist es wirklich ganz entzückend, wie es seine Kopffedern aufblustert, wenn es auf dem Boden hervorschnellt. Doch man sollte nicht allzu lange stehen bleiben, um es zu bewundern, da man sich sonst einige Stupser von seinem Schnabel einfängt. Der Trompetenschnabel. Er scheint über einen nahezu endlos großen Magen zu verfügen, den er mit allem füllen kann, was ihm vor dem Schnabel kommt. Dabei saugt er sogar Dinge auf, die seine eigene Körpergröße übertreffen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Sein entschlossenes kleines Gesichtchen erinnert dabei an einen flauschigen Kürbis. Der Schmorkuchen erinnert ja fast schon an eine legendäre Frikadelle, frisch aus der Pfanne. Doch es handelt sich um einen geschickten Jäger, der seine Beute zerquetscht. Dennoch sind seine leuchtenden Flammen und seine akrobatischen Balance beim Rollen ein erhebender Anblick. Und hier auch direkt der Elektrokuchen. Jedes Lebewesen reagiert positiv, wenn man ihm mit aufrichtiger Zuneigung begegnet. Und wenn man liebt und auch geliebt wird, was macht da schon der gelegentliche Elektroschock? Der ist sogar gegen verspannte Schultern und Müdigkeit. Immer positiv sehen. Pyrokriecher. Im Schleim des Pyrokriechers handelt es sich um einen natürlichen Brandbeschleuniger, doch auf der anderen Seite isoliert er auch gegen Hitze. Nachts einen brennenden Pyrokriecher zu beobachten, wäre sicher äußerst entspannt, und seine Ringe sind nahezu hypnotisierend. Der Wolster. Sein langer Bart ist einfach zu süß, doch wenn man ihn kämmen möchte, ist Vorsicht angesagt, denn dieses so harmlos wirkende kleine Tierchen. Doch ich möchte niemanden die Überraschung verderben. Für den optimalen Effekt sollte man möglichst nahe herangehen, dann erwartet einen ein wirklich schockierendes Schauspiel. Ich würde sagen, drei lese ich noch vor. Mammuter. Dieser sanfte Riese entzieht sich dem Kreislauf von Fressen und gefressen werden, indem er an einem sonnigen Fleckchen einen Garten anlegt. Und wirkt er nicht höchst zufrieden, wenn er mit seinen runden kleinen Äuglern von ihm gesäte Pflanzen betrachtet? Ich hoffe, niemand ist so gemein, seine Sprösse nur so zum Vergnügen auszureißen. Der Igelschwein. Wenn es sich zusammenrollt, wirkt es fast schon etwas einsam. Nähert man sich ihm, schießt es Stacheln auf einen ab. Doch ich bin fast sicher, dass es damit unsere Aufmerksamkeit erregen will. Ist ja gut, mein Kleiner. Wir können gern Freunde werden. Und die Nektarelfe. Mit ihrem zerbrechlich wirkenden Körper schleppt sie ein schweres Ei zum Nest, wo die Kleinen schon auf ihr Essen warten. Nektar ist eine reichhaltige Nährstoffquelle, die sich viele Lebewesen auf diesem Planeten zunutze machen.
Ob es sich um ein richtiges Ei, Harz oder Honig handelt, ist nicht geklärt, dass jeder seine Fantasie spielen lassen. So, die darauffolgenden Einträge sind ja nicht mehr viele. Die gibt's beim nächsten Mal. Dann machen wir jetzt noch eine Liste von der vom Schatzkatalog hier. Und da habe ich mir ja die Regel gesetzt, nur wenn eine Kategorie voll ist, gehe ich sie durch. Hier, wir gehen jetzt durch das große Abenteuer. Mit diesem gewaltigen Gerät könnten zwei Personen Seite an Seite durch die Röhre gucken und Dinge in großer Entfernung erkennen. Grundidee für das besondere Design waren Drachenaugen. Dieses Ding ist ideal für zwei abenteuerlustige Forscher. Als nächster Zeitmechanismus. Da dieses Gerät nicht funktioniert, kann ich es nicht überprüfen. Aber ich glaube, dass es sich um einen Teil einer Zeitmaschine handelt. Vielleicht etwas naiv, aber ich bin überzeugt, dass die Zukunft Großartiges bringen wird und dies ein Symbol dafür ist. Der Schicksalsweiser. Dieses Gerät kann mit Hilfe der magnetischen Felder, die es auf Planeten und im Körper von Lebewesen gibt, anzeigen, welche Richtung das Schicksal sich bewegt. Damit das funktioniert, sollte der Nutzer Richtungstipps wie Norden oder Süden beachten. Der Wahrheitssucher. Mit diesem effizienten optischen Utensil hat sich einst ein großer Wissenschaftler versucht, den Kern aller Wahrheit des Universums zu erforschen. Was dem so war, würde ich ja gern wissen, was dabei für Erkenntnisse zutage kamen. Ja, das waren die Einträge. Ich möchte hier noch gucken, ob ich beim Labor was mitnehmen kann. Wie wär's mit einem KP-Verstärker für Otschin? Dann habe ich auch noch ein paar Sachen übrig. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Könnten nochmal einen KP-Verstärker oder ein Luftschild holen. So, da sind wir bei den stehenden Ufern. Ich würde gerne mal mit der Drohne hier drüber gucken. Und einfach mal gucken, ob ich eventuell hier irgendwo schon Zwiebel finde, wollte ich sagen. Kamera dreht sich nur sehr komisch gerade. Da kennt man ja gar nichts. So erkenne ich wesentlich mehr. Nee, ich denke mal Zwiebel. Ist, wenn unterirdisch irgendwo, dass wir neue Pigments nehmen können. Ich muss ja auf jeden Fall mit den Wasserpigments arbeiten. Also müsste ich eigentlich irgendwo die Zwiebel schon finden können. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, den Kollegen da hinten zu herauszufordern, ne? Also, ja. Oh, ist dieser Laubling wieder. Und die Person, die dort liegt, das könnte unser Pilot sein. Das kann. Unternehmen nicht, wie wird diese gestandene Person zu einem Laubling? Oh, fast noch grünen Schnabel. Rein da. Ich habe schon gewartet auf dich. Es gibt eine neue Regel, mit deren Hilfe ich dich testen werde. Die Erklärung folgt, wenn es an der Zeit ist. Beginnen wir. Okay. Angriff! Holt euch die Beute! Neues. Hier haben wir eine geheimnisvolle Zufallskapsel. Auch Glück gehört zum Dandori. Niemand weiß im Voraus, was man von so einer Kapsel für ein Item erhält. Doch nutzt du die Items klug, wird dein Dandori sich verbessern. Hol dir möglichst viele, verwende möglichst viele. Okay, halt wie die Cupidos-Granaten beim Versus-Modus immer, ne? Bei den vorherigen Spielen. Die habe ich so gerne eingesetzt, um Zanni auf die Palme zu bringen.
Oh, guck mal, da ist eins. Lol, der hat's mir getragen. Aus. Oh, das ist ja schon wieder was. Otschin ist mittlerweile elektroimmun. Ich will das Ding nach unten holen. Oh, mehr Pikmins. Kriege ich einen Schatz? Oh, was Schönes. Das ist ein Goldschönheitsideal. Es ist schwer, da ist es von großem Wert. Wahrscheinlich ein seltener Schatz. Gelingt es dir, ihn einzusammeln, wird er dich dem Sieg um einiges näher bringen. Okay, den will ich auch immer einsammeln. So, du sammelst das und die sammeln das. Hilft mal, Otschin. Kommt mal her zu mir. Wo ist denn das goldene Ding? Ich glaube, ich sehe es. Oh, was habe ich denn da gerade für eine Wolke auf die gerichtet? Angriff! Nehmen wir erstmal das Ding damit. Oh, sie haben mir wieder was gebracht. Nein, ihr wirklich gearbeitet auf eurer Seite. So, ausgraben. Ich sehe da was Schönes. Hol. Du, so Stress, hm? Angriff. Boah, ich gewinne mit einem Abstand von 100 einfach gleich. Du sammelst hier nichts auf. Das kannst du vergessen. Angriff! Abtransport! Besiegt! Mit über 100 Abstand! Ich hatte gerade die höchste Auszeichnung bekommen. Und erneut hast du dann Dorikön unter Beweis gestellt. Diese Person überlasse ich in deiner Obhut.
Okay, ciao. Und wieder hat sich dieser Doppling einfach davon gemacht. Mir ist der gestalteten Person nichts passiert. Ein beeindruckender Sieg. Damit hätten wir einen gerettet. Hey, Ochin, transportiert die gestalteten Person sofort zum Beagle. Bin schon dran. Wir wissen eh nicht, wen wir da haben. Die Rohmaterialien hier nehmen wir auf jeden Fall mit. 34 an das Stück. Wir sind ja hauptsächlich in einem Wassergebiet, deswegen habe ich gerade die blauen Pigments bei mir. Ich würde zuerst da oben hin jetzt tatsächlich nochmal gehen. Bin gespannt, was mich da oben erwartet. Schön kann ich jedenfalls nicht mitnehmen. Da ist die blaue Zwiebel. Angriff. Warte, bevor ihr die Viecher transportiert. Erstmal die blaue Zwiebel. Obwohl, die habe ich doch mal nicht sogar schon. Nee, egal. Oh, jetzt ist das Wasser hier auch weg. Die blaue Zwiebel. So, da unten ist wieder ein bisschen was an Rohmaterial zum Ausgraben. Wir werden jetzt hauptsächlich mit Fischis zu tun haben, ne? So, Abtransport. Ich rufe ich dann gleich zurück. Wir sollten erstmal das da runterschmeißen. Eine Zwiebelkrabbe! Transportiert den mal ab, Leute. Warte mal. Lass den mal liegen kurz. Wir holen uns erst die Zwiebel dort. Beziehungsweise den Landeplatz. Ja, komm. Ich weiß doch, dass da was rauskommen will. Angriff! Und dann wird hier ausgegraben. Dann habe ich nämlich ein bisschen einen Basisstandort. Sobald Ebbe ist, kann ich ja ruhig mit den Gelben arbeiten. So, die transportieren da jetzt ab. Ich weiß nicht, wie aggressiv diese Pufferfische sind, ne? Das sind komplett neue Gegner. Hier kann ich eine Brücke bauen. Diese Perle da. Ich dachte mir schon, dass ich da nicht einfach so dran komme. Schmeiß da mal eine Bombe rein.
Einfach eine fiese Muschel. Gegner werden auch immer intelligenter. Bist du aggressiv? Ja, du bist definitiv aggressiv. Okay, du piekst nach vorne. Aber es scheint nicht tödlich zu sein, wenn man davon getroffen wird. Die Wand reißt mir mal ein. Okay, jetzt ist Ebbe. Jetzt kann ich vom Prinzip auch ohne die Blauen arbeiten. Hätte ich die zufällig so gut geworfen, dass sie da arbeiten? Nee. Wenn die gelben. Hier sind nun diese Pufferfische. Das transportieren wir auf jeden Fall ab. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich ins Loch. Otchin schafft das schon. Oh, die Fische da sind auf dem Trockenen. Leichte Beute. Und tot. Ach kommt, helft den armen Otchin noch mal. Hier sind ein paar Gummientchen. Und kaputt. Hier ist einfach zu Matsche zerfallen. Ich könnte eine Eisbombe gegenwerfen. Die Meeresgrundkarte. Welch wunderschöner Ort. Wenn ich vom Wasser umgeben bin, werde ich eins mit dem Meer. Doch Land gibt es hier nur wenig. Da sind wasserscheue Pigments recht hilflos. Naja, wenigstens konnte ich eine Weile so tun, als wäre ich im Urlaub am Meer. Hier gibt es zwei Pigments, die ich noch nicht hatte. Um Gottes Willen, viel Wasser. Okay, das sieht jetzt schon nach einer angenehmen Karte aus. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Da sind neue Quallengegner. Da sind Schätze. Ich denke mir, es hätte ausgereicht, wenn ich nur die Wasserpigments mitgenommen hätte. Da geht's runter. Da sind blaue Pigments. Okay. Dann wissen wir ja schon mal, wie die Ebene aussieht fürs nächste Mal. Weil hier mache ich jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann, Leute.